Nina, was ist los? Nina ist da! Hey, Nina! Hey! Ja, ich danke jedem Einzelnen für euer Kommen. Gehen wir ein bisschen weiter darüber. Und ich bin überwältigt, wirklich. Ich bin so überwältigt, dass wirklich so viele hinter mir stehen, mich unterstützen. Wir sind eine Menschheitsfamilie und ich glaube, das müssen wir immer und immer wieder sagen. Ich bin begeistert und ich danke auch Ralf für seine... Ja, danke, dass ihr alle hier seid. Ich spreche jetzt hier rein für eine Sendung. Oder genau, auf Freier TV. Ja, genau. Danke, dass ihr alle hier seid. Also es kamen ja leider nicht alle rein in den Gerichtssaal. Hier in Wolfenbüttel sind keine Gerichtssäle für Querdenker konzipiert. Das Erfolgreiche am heutigen Tag ist das, viele von euch werden sicherlich die Entscheidung letzte Woche in Hannover erlebt haben, wo mein geschätzter Kollege Gordon Pankalla war und vom Landgericht verloren hat, wo das Landgericht gesagt hat, dass quasi ein Attest von Frau Dr. Javid Kistel per se ein falsches Attest ist. Das hat heute hier nicht gehalten, das hat nicht mal die Staatsanwaltschaft so gesehen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren jetzt abgetrennt und hat gesagt, wir müssen doch nachermitteln. Es reicht eben nicht aus, nur weil Frau Dr. Javid Kistel, die ja eine Ärztin ist, ein Attest ausstellt, dass man dann sagt, ein solches Attest ist per se falsch. Genau. Warum das Landgericht in Hannover diese Entscheidung getroffen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Ich war ja nicht dabei. Ich gehe aber davon aus, dass der Kollege Pankalla Erfolg haben wird beim Oberlandesgericht, weil dieses Urteil kann eigentlich nicht halten. Und hier war es eben auch die Frage, ist ein Attest von Frau Dr. Javid Kistel per se eben ein falsches Attest oder ein unrichtiges Gesundheitszeugnis? Und da sagte der Staatsanwalt selbst, das kann ich gar nicht so feststellen, wir haben nicht genug Informationen. Wir bräuchten eigentlich Informationen von Frau Dr. Javid Kistel. Wir wissen aber leider gerade nicht, wo die sich aufhält, deswegen können wir sie nicht befragen. Darum ist das Verfahren abgetrennt worden. Es kann also jederzeit wieder aufleben, wenn die Frau Dr. Javid Kistel irgendwann in Deutschland mal wieder angetroffen wird. Dann wird sie wahrscheinlich Zeugin in relativ vielen Gerichtsverfahren sein, um dann zu den einzelnen Sachen was zu sagen. Wenn sie dann aber beispielsweise von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen würde und sagen würde, ich habe hier eine ärztliche Schweigepflicht, ich muss hier nichts sagen, dann würde dieses Verfahren hier, so deutete sich das heute an, auch ganz schnell zum Freispruch werden. Hier ist jetzt keine Strafe bei diesem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse ist abgetrennt und ist dann vorläufig eingestellt, gut, weil eben die Frau Dr. Javid Kistel nicht greifbar ist. Ja, nichts, sehr gut. Nicht abgetrennt und heute verurteilt worden ist, das Verfahren wegen Beleidigung. Es ist halt ich habe das in meinem Plädoyer ja gesagt, man muss das sich so vorstellen, die Nina hat mehrere Gerichtsverfahren wegen dieses Attestes. Mehrfach ist ihr das Attest abgenommen worden, von Polizisten auf Demonstrationen abfotografiert worden und so weiter. Und trotzdem taucht auf einmal, ich glaube im Februar war es, die Polizei bei ihr auf, früh morgens, sie ist noch im Nachtgewand und will dann auf einmal das Originalattest haben. Und in dieser Situation hat sie, so der Vorwurf, Dinge gesagt, die sie nicht hätte sagen sollen, die Polizisten als beleidigend empfunden haben. Ich kann dazu jetzt leider nicht so viel sagen, weil wir müssen erstmal besprechen, ob wir in Rechtsmittel gehen oder nicht. Die Polizistin hier war eigentlich relativ fair, die konnte sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Erst auf Vorhalt des Richters, wobei auch der Richter recht fair war, er hat ihr nicht gesagt, das und das haben sie gesagt, stimmt das, sondern hat gesagt, können Sie sich noch an etwas anderes erinnern? Und musste dann wirklich ihr aus der Nase ziehen, dass sie da mal aufgeschrieben hat, dass es wohl Beleidigungen gegeben haben soll. Die Beleidigungen waren, glaube ich, irre und behindert oder sowas hat sie gesagt oder gesagt haben sollen. Ob sie das jetzt zu den Polizisten gesagt hat oder einfach nur die Situation damit beschrieben hat, weil wie gesagt, wer mehrfach schon bei Gericht war, dieses Attest vorgelegt hat, Polizisten dieses Attest vorgelegt hat, in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist, wo es darum geht, dass so jemand dann morgens um 6 auf einmal die Polizei vor der Tür stehen hat, die sagen, wollen, du müsst das Attest sehen. Ich habe das im Plädoyer gesagt, in dem Fall wäre mir auch nichts anderes als irre eingefallen. Dennoch würde ich euch alle bitten, egal wie aufgeregt ihr seid,
Hört euch CDs, Hörbücher oder sonst was über Atemtechniken an. Das Problem ist, ihr schenkt dem Staat ja quasi Geld, wenn ihr das, was euch in dem Moment im Kopf durch den Kopf geht, wenn ihr das dann laut raussagt. Ob das jetzt hier passiert ist, weiß ich nicht, aber das ist so unnötig. Ich weiß, wie schwer das ist, und macht es besser nicht, sondern dann wirklich Atemtechnik, dreimal durchatmen und es für sich behalten. Aber es macht keinen Sinn, weil am Ende gibt es dann tatsächlich ein Verfahren wegen Beleidigung. Das kostet viel Geld. Dieses Geld steckt man dann dem Staat in den Hals, und ich meine, man sollte niemals gutes Geld schlechtem hinterherwerfen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, läuft dieser Staat gerade auf die Insolvenz zu. Also warum sollte man einem insolventen Unternehmen Geld geben? Das macht keinen Sinn. Wirklich meine Bitte, haltet die Sachen für euch, erzählt euren Freunden, was ihr erlebt habt, und schimpft dann am Telefon oder sowas. Aber das ist halt unnötig. Und da haben wir Anwälte dann natürlich auch Schwierigkeiten, das ganze Verfahren zu machen, weil die Problematik ist dann auch, wenn heute zum Beispiel eben Teilfreispruch erfolgt wäre, hätte sie trotzdem die Kosten des Verfahrens tragen müssen. Und auch das, wenn man dann eben mit so einer Kleinigkeit, weißt du, das macht der Staat, macht das genau so, ne? Dann nimmt er die Kleinigkeit raus, zu der er verurteilen kann, und damit haben wir dann am Ende die Kosten doch am Hals. Das heißt, am Ende muss Nina dann die Anwaltskosten bezahlen, die Gerichtskosten bezahlen und die Strafen bezahlen, und das macht dann wenig Sinn. Ansonsten würde ich sagen, war es heute relativ erfolgreich. Der Staatsanwalt hat ja dreimal so viel Strafe gefordert, obwohl der Staatsanwalt ein sehr, sehr netter Mensch ist, muss man sagen. Er war sehr interessiert, hat viel nachgefragt. Es war heute, wenn man davon absieht, was hier draußen passiert ist, dieses Rechtswidrige. Es ist übrigens ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Niemand darf euer Personalausweispapier kopieren, was hier passiert ist. Und selbst wenn man es kopiert, weil man berechtigte Zwecke hätte, zum Beispiel, weil man euch alle als Gefährder sieht. Wir wissen das ja, alle haben wir die Querdenken-Demos gesehen, oder die, jetzt sehen wir die Friedensdemos und so weiter. Der Bundeskanzler hat schon gesagt, ne, gefallene Engel vom Himmel oder sowas. Das heißt also, im Prinzip haben wir ja nur 3 Jahre lang gewalttätige Demonstrationen gehabt. Polizisten mussten sich fürchten vor den Menschen mit den Herzchen und den Luftballons. Und das Spiel hat das Gericht hier leider auch wieder gemacht. Also das halte ich übrigens, wenn ich von Delegitimierung des Staates spreche, halte ich das, was hier passiert ist, für Delegitimierung des Staates. Weil das Vertrauen in die Institutionen wird kaputt gemacht. Jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren, was wir im Gerichtssaal hatten. Aber das faire Verfahren wird konterkariert, wenn das Gericht von vornherein Menschen schon wie Gewalttäter, wie Aussätzige, wie jemand, der nicht zur Gesellschaft dazugehört, abstempelt, indem er sie so behandelt, wie hier behandelt worden ist. Und das ist tatsächliche Delegitimierung des Staates, und das halte ich für brandgefährlich. Wir haben noch 23% Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen dieses Staates. Und wenn das hier passiert, genau, dann geht die Tendenz gen Null. Weil so darf man mit Menschen nicht umgehen. Wir sind alle Staatsbürger, und ein gerichtliches Verfahren bedeutet letztlich doch nur, dass wir auf Augenhöhe hier über die Situation miteinander verhandeln. Und das, was hier stattgefunden hat, war keine Augenhöhe. Und wenn man dann auch noch sieht, ich will noch eine wichtige Sache sagen. Wenn ihr diesen Justizwachtmeister erlebt habt, dann habt ihr auch erlebt, was die größte Gefahr auch in den letzten 3 Jahren war. Hannah Arendt hat es mal als die Herrschaft des Niemand bezeichnet. Es ist ein Niemand, also nicht diese Männer hier sind Niemande, sondern sie sind in ihrer Funktion ein Niemand. Das heißt, niemand übernimmt Verantwortung für das, was hier passiert ist. Und das ist das, was wir die letzten 3 Jahre auch erlebt haben. Man beruft sich dann immer nur, ich habe doch nur meine Befehle ausgeführt. Es wurde mir doch gesagt, das zu tun. Ich kann doch gar nicht anders. Und das ist die Problematik. Das hat Hannah Arendt als die Herrschaft des Niemand bezeichnet. Und das ist die größte Gefahr, weil sie sagt, die größte Gefahr für jede individuelle Freiheit ist die Herrschaft dieser bürokratischen Niemandsgesellschaft, die einfach immer nur sagt, ich als Privatperson hätte so etwas nie gemacht. Aber in meiner Funktion als Justizmitarbeiter, da musste ich. Und dadurch passieren die schlimmsten Dinge, und das habt ihr alle die letzten 3 Jahre erlebt, auf Demonstrationen und so weiter, wie sie mit euch umgegangen sind. Und das ist die größte Gefahr. Und auch da muss man dagegen halten, und das werden wir auch in Zukunft tun. Wir werden alle diese Dinge aufarbeiten. Ich fahre jetzt gleich nach Potsdam, weil am 1.9. Am 1.9. es gibt einen einzigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Deutschland, den gibt es in Brandenburg. Und am 1.9. ist als Zeuge Lothar Wieler geladen. Und wir werden ihn dort dann mal fragen, ob er tatsächlich der Auffassung ist, dass Regeln nicht hinterfragt werden sollen. Vielen Dank.
du denn schon und hast diese Zettel vernichtet? Das hat der Richter gemacht. Weil es also moderne... Nina, gehst du jetzt, wofür du verurteilt wurdest? Lässt du das so auf sich berufen oder gehst du da in Revision oder so? Wir werden das nochmal besprechen und ich hoffe, dass das möglich ist, in Revision zu gehen. Aber ich denke, wir müssen jetzt erstmal nochmal taktisch überlegen, was möglich ist. Ja, klar. Hast du, glaube ich, einen Spitzenanwalt erwischt, ne? Mega. Schreibt ans Gericht, unter welchen Bedingungen die Kopie gemacht wurde. Also schon alleine das Kopieren war falsch. Dann schreibt ans Gericht und fragt nach, ob die Daten in dem Drucker gelöscht worden sind, dass sie euch das bestätigen. Ja. Und zwar nachweisbar bestätigen. Mhm. Also das kannst du machen. Also ich würde sagen, A, wer hat es angeordnet? Was ist damit passiert und sind in dem Drucker die Daten immer noch vorhanden? An wen? Gerichtspräsidenten? An den Gerichtspräsidenten, weil das ist, der Gerichtspräsident ist dafür verantwortlich. Und wenn ihr die Antwort kriegt, könnt ihr die gerne an meine Kanzlei schreiben. Das ist dann nur kanzlei-ralf-ludwig.de, da ist die E-Mail-Adresse. Und dann schreiben. Ich gehe ganz sicher davon aus, dass dieser Richter das nicht nochmal anordnen wird. Zumal der Richter das gar nicht anordnen darf. Der Richter ist nämlich verantwortlich für den Gerichtssaal und nicht für das Gerichtsgebäude. Das hätte eigentlich eine Anordnung des Gerichts, des Direktors bedurft und die gab es nicht. Also auch alleine die Anordnung war falsch von der falschen Person, weil er darf nur für sein Gericht zahlen. Es ist natürlich nicht datenschutzkonform. Man darf keine Ausweiskopien machen. Vor allen Dingen, wenn man sie macht, muss bei einem Ausweis immer ausdrücklich Kopie draufstehen. Amtsgericht, wo ich auch wenn es nur für die Zeit der Verhandlung ist. Meine Frage. Als ich das vorhin reinbrachte, die Justizangestellte, die hat von einer Richterin gesprochen, die das angewiesen hat. Von einer Richterin. Gut, vielleicht ist es hier eine Direktorin. Ich weiß nicht, ob es eine Direktorin des Amtsgerichts ist, dann war die das möglich. Aber das könnt ihr nachfragen. Ihr könnt nachfragen, wer hat es angewiesen. Ihr könnt dann im Nachhinein nochmal, wir müssen eigentlich, niemand darf euren Personalausweis kopieren, ohne euch nicht eine Erklärung der Datenschutz, also der DSGVO, zu übergeben. In Bayern ist das übrigens so üblich. Wenn in Bayern, wenn die irgendwas machen, kriegst du sofort ein Dokument, wo deine Rechte draufstehen, wo draufsteht, was sie damit machen. Das hätten sie hier machen müssen. Das, was hier passiert ist, war völlig rechtswidrig. Das geht nicht. Man darf die Daten der Leute nicht abfragen, einfach so. Ich habe nochmal eine Frage. Paragraph 38 Richtergesetz. Steht drin, er muss ein Eid leisten bei einer öffentlichen Verhandlung, Gerichtsverhandlung. Warum? Ich habe jetzt so viel durch. Kein einziger Richter hat jetzt bis jetzt im Prinzip vor der Verhandlung sein Amtseid, also seinen richterlichen Eid. Da hast du ja nicht viele Verhandlungen durch. Ich habe schon ganz viele Verhandlungen durch, die Richter vorher ein Amtseid leisten. Also immer dann, wenn sie das erste Mal als Richter tätig werden, leisten sie ein Amtseid. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Ja. Ja. Das war mit einer Frau nur dann. Aber das steht aber nicht da drin. Bei jeder öffentlichen Gerichtsverhandlung. Nee, das musst du nicht. Also, ja, Marc, brauchen wir nicht drüber reden, musst du nicht. Du musst nur einmalig den Amtseid leisten, logischerweise. Also ich als Anwalt habe auch einmal bei meiner Anwaltszulassung habe ich meinen Eid gemacht. Ich kann den Eid in öffentlicher Sitzung eines Gesetzes leisten. Ich gebe noch ganz kurz was einmal. Für die Demo. Ja, gut, das steht aber nicht. Ja, aber Gesetze sind... Gibt es da einen Kommentar zu? Gesetze sind kompliziert. Du bist ein ganz großer Mensch. Nina ist ein ganz großer Mensch, finde ich. Ja. So, Hohlkammer, Hohlkammerplatten. Muss man gleich gucken. Ja? Ja, kann sie bei sich einlagern. Ich stehe gleich hier vorne. Oder gehst mit Jacqueline? Jacqueline? Nina, aber generell bist du zufrieden jetzt heute? Ich bin mit dem zufrieden, was wir erreichen konnten wegen des Maskenpflichttests. Also ich gebe jetzt einfach nochmal was bekannt, weil das wird wohl doch ein bisschen längeres Gespräch. Also mein Name ist Nicole, Niederschlagskämpfer. Denn Carola ist ein toller Mensch, tolle Ärztin, eine aufrichtige Frau. Und das, was ihr angetan wird, die Verfolgung, die ganzen Probleme, die sie hat, die Jahre. Sag ruhig, tschüss. Carola hat auch geteilt bisher. Nina, ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Ich komme gleich nochmal zu dir. Super, ne? Vielen Dank. Ja, ciao. Mine is the sunlight. Mine is the morning. Born of the one life.
blame. Praise within.